Schau mal, wo sie sich hier verstecken. Ich habe... Wir müssen die eigentlich gar nicht umbringen, fällt mir gerade auf. Wir müssen die gar nicht umbringen. Doch, müssen wir. Schade. Na, was ist? So, und? Hier scheinen ziemlich viele zu sein. Ihr wollt mich? Hätte ich mir den Fallstein gelegt. Dann such mal deine Freunde. Gut, Job erfüllt. Hier scheint sie übelst viel Zeug zu geben. Sehe ich gerade so, das sieht man gar nicht, wenn man hier in diesen Tarnbus rumrennt, aber hier unten scheint Stoff schon nicht zu sein. Da haben wir eine Kiste. Da kann ich auf jeden Fall meine Sammelskills auf jeden Fall nochmal hochtreiben hier in der Höhle. Nee, hier nicht. Haben wir noch etwas? Hallöchen. Oh yeah. Mal schauen, was es ist. Bestimmt wieder ein Test einer der Tagebucheinträge, gell? Uns fehlt noch die 1 haben wir. Die 3 fehlt uns, die 5 fehlt uns, hier fehlen noch ein paar. Also, oh, da fehlen uns auch einige. Lese ich nicht vor. Aus dem Grunde, da wir endlich mit dem Hauptquest fortfahren möchten. Also ich möchte das gerne. Es tut mir leid, ich kann euch da jetzt nicht gerade so direkt fragen. Wenn ich es tun könnte, würde ich es tun. Du hast ja eben. Ja, ich kann nicht. Verarsch mich nicht, ich kann nicht fliehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Dumm, 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 wie willst du denn da fliehen, ey, ohne Mist? Ey, wie, ich muss alles nochmal machen, ey, dann werde ich... Meine Fresse, ey, das gibt's doch echt nicht. Bum, bum, die ganze Zeit ganz easy durch, dann kommt einer mit Pfeilen und wird natürlich sofort tot. Und der stirbt doch nicht, wenn du von hinten angreifst, alles klar. Pisser. Mann. So. Ja, lass dich nicht abstechen, passt schon. Wenn es nicht gut geht, geht's halt mit Gewalt, ist mir auch egal. War das gerade? Stimmt's? So viel dazu. Dann halt ohne Pfeifen. Moment.
Sein. Aber nicht hier anscheinend, der scheint woanders zu sein. So, scheint auch der letzte zu sein, so wie es aussieht. Einer ist hier noch. Aber jetzt will ich erstmal den Schatz haben, der hier oben anscheinend ist. Was? Ein Schatz. Ich glaube, der ist gut. Der hat gut was drin. Ja, ist hier übelst die Ecke versteckt. 170. Was wollen die eigentlich mit Reichtum? Das ist so eins dieser Völker, die mit Reichtum an sich selbst nichts anfangen können. So, egal. Das Einzige, mit dem ich was anfangen kann, sind die Hüter und die würde ich jetzt gerne ausschalten. Und dazu fehlt mir noch der letzte. Folgt mir nach. Die letzten Verbliebenen im Dschungel. Alter Schwede. Und wo ist hier ein Fragment? Ich weiß nicht wo, aber ich weiß, wie ich rankomme. Wenn es das hier irgendwo gibt. So, okay. So, na erstklassig. Da haben wir einen Bullaffen. Da haben wir. Haben wir es bald? Okay. So. Na, dann wollen wir mal schauen, wo sich der Rest dieser Buben befindet. Und der Brunnen brauche ich nicht, obwohl die mich wahrscheinlich verraten werden. Der Mann! Sieht nach 6 Hütern aus. Der nicht schießt, wundert mich gerade so ein bisschen. Und hier haben wir noch eine Kiste. Na, das hast du so für mich. Boah, ist echt arm hier. Zuchtgebiet, die muss ich gucken hier, wo die... Die Wände sehen manchmal so aus, als wenn die genau ineinander übergehen. Dabei tun sie es gar nicht. Ich habe kein Problem damit, Lärm zu machen. So, komm her. Den letzten verbliebenen Dschungel sichern. Es wurde gerade auf mich geschossen. Oh.
Irgendwo von hier. Komm raus. Ach, da hinten. Komm raus und spiel mit mir. Das gibt's nicht. Jetzt bist du aber fertig. Hey, bist du verarschen? Stirb! Versteckspiel kannst du mit niemand anderen spielen. Das Observatorium? All das? Man merkt, dass es nicht vor der heutigen Zeit geschaffen wurde. Jetzt wird's lustig. Gott, Robert, bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Einfach mal alle abgeknallt. Dreckig und verfallen. Nicht ganz, wie ich es kann. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ah, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Ich gebe zu, meine neue Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Dann laus mich, der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei. Wie etwas aus einem Märchen. Oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Stehen neben jemanden, der 80.000 Jahre alt ist. Noch mehr Blut? Ja. Diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages. Aber nicht in dieser Epoche. Da wären wir. Ach, was ist das denn? Scheiß. Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Das ist verfluchte Hexerei.
Nein. Das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du bändelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Das sind